Oh. Hey! Was, wenn Sesamstraße gruselig wäre? Freunde, willkommen zu einem neuen Horrorspiel. Wir spielen My Friendly Neighborhood. Ja, wie ich schon erwähnt habe, ist es so eine Art Twist von Sesamstraße in einer dunkleren Welt und mit einem, mit sehr lustigen Character Designs. Ich habe damals, als die Demo noch neu war, habe ich mir die komplette Demo reingezogen. Also halt auf YouTube angeschaut, die selber gespielt. Das heißt, ich kenne auf jeden Fall ein bisschen was vom Spiel. Ich weiß darauf, ich weiß auf jeden Fall, was ich mich einlasse, aber sonst weiß ich eigentlich nichts über das Spiel, halt nur ein bisschen das Gameplay und alles. Und ja, ich bin auf jeden Fall sehr gespannt. Das Spiel ist schon seit ein paar Monaten draußen. Ich wollte es eigentlich seit Release zocken. Ich glaube, ich habe es auch schon relativ lange in meiner Bibliothek, aber ich bin nie dazu gekommen. Und jetzt dachte ich mir, probieren wir was Neues. Live-Horror-Let's Play hier. Mehr oder weniger ist nicht live gestreamt, aber ihr wisst, was ich meine. Und ja, wenn es euch gefällt hier mit Facecam, dann lasst es mich auf jeden Fall wissen. Und ich würde sagen, wir fangen einfach direkt an mit einem neuen Spiel. Ich hoffe, ich muss nicht so oft die Cam auseinander machen. Aber wir schauen mal. Okay. Hä? Okay, wir haben ja scheinbar schon einen Schwierigkeitsgrad ausgewählt. Ich habe eigentlich nichts gemacht. Hier ist Überleben. Okay. Oder ich nehme 0. Dann nehme ich halt die 0. Hallo? I saw something. Felt something, maybe. It was more real than reality. I felt like I was lost. Walking through this dark tunnel, and the ground beneath me stretched on for an eternity. Felt like I was dying. Ba-da-ba-ba-ba. He swerved out of his lane, striking a passenger van that started a pile up, killing seven. Was ist das für ein TV, oder? Der ist ja uralt. We'll die Wand. Der Tapete sieht lustig aus. Heading toward the city tomorrow night. MFN. Mother freaking Neighborhood. I just had this insane sense of emptiness and terror, and I just. I don't care who she sees. We're not even married anymore. She can see whoever she wants. Okay. Loading Bay. Die Vier. Das ist die magische Vier. What did you do to end up solving the problem? I ignored it. Tried to forget. I watched television. Fernsehen. And that helped. It dulls the pain. Ah, okay. 1, 2, 3, ich komm vorbei. Ich hab keine Ahnung, wie das Spiel losgeht. Nein! VHS. Die Dinger. Die gehen langsam kaputt. Nein. Habt ihr auch früher solche Dinger gehabt? Solche Kassetten? Waren cool. Ja, Friendly Neighborhood. Meine freundliche Nachbarschaft auf Deutsch. Und ja, ich bin gespannt. Bin auf jeden Fall sehr gespannt. Wir werden ja auf jeden Fall sehr viel Spaß haben. Okay, freundlich. Nur wenn wir die Erfahrung hier sind. Normal überleben. Für alle, die Erfahrung mit Survival Horror Games haben. Das wird verdammt hart. Und dann nochmal auf wahrscheinlich hart und dann Hardcore, würde ich mal assumen. Schwierigkeit fürs Studio. Ich würde mal sagen normal, oder? Ich weiß jetzt wirklich nicht, was ich davon nehmen soll. Ich nehme mal normal. Okay. Ich glaube, das ist nicht schlimm. Last job of the day. Ich will auf Mittel spielen. Das andere klang schon wie ein bisschen härter. Vor allem, weil ich jetzt auch nicht so viele Survival-Horror-Games gespielt habe. Okay, wir haben einen Arbeitsauftrag. Hausverwaltung, Kettenpalme, Arbeitsauftrag. Der Kunde ist Rundfunkgruppe des Stadtsenders. Aha. Sonnenaufgangsstraße 123. Ja, also, ne? Ist eine Anlehnung an Sesame Street oder Sesamstraße auf Deutsch. Gordon J. O'Brien. Aha, 1993. Beschreibung des Problems. Das leerstehende Studiogelände wird seit gestern Abend wieder mit Strom versorgt und sendet über das normale Programm hinaus. Der Kunde hat angeordnet, die Antenne auf dem Dach des zentralen Hotels zu deaktivieren, um weitere Zwischenfälle zu verhindern. Jay hat unterschrieben. Hinweis, Mitarbeiter O'Brien hat wegen mürrischem und unfreundlichem Verhalten gegenüber Kunden eine Abmahnung erhalten. Wenn er diesen Arbeitsauftrag nicht zufriedenstellend erledigt, wird er entlassen. Oh no. Keine Ahnung, ob wir das wollen oder nicht, aber alright. Dann. Ah.
Ich sehe mich. Sehe ich mich selbst? Nee, ich sehe mich noch nicht selbst. Ja, aber lustig. Got that in the war. Last time I stick my neck out for someone. Oh. Okay. Ich. Da frag mal lieber nicht. Oh, I'm not eating that. That's been there for days. Warum liegt das dann direkt vor dir? Muss das nicht schimmeln und stinken? Du bist seltsam, Bro. Aber ich will auf jeden Fall einen Dude namens Gordon. Hoffentlich nicht Ramsay. Oh, was haben wir denn hier? Schokoriegel! Den nehmen wir mit. Drücken. 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 Okay, passiert nichts. I'm not leaving yet. I just got here. Ja, okay, I just got here. Dann rauch mal ab. Nicht Spaß. Oh. Last job of the day is always the worst. Last job? Oh, wenn das der letzte Job des Tages ist, ich glaube, wir werden hier bis morgen bleiben. Muss mal ganz kurz die Sensitivität ändern, ist ja richtig schlimm. Oder wie kann man das denn machen? Es ist wie seltsam hier aufgebaut, das Ganze. Kamera wahrscheinlich, oder? Mausempfindlichkeit. Mach mal ein bisschen runter. Ja, nee, ein bisschen hoch. Das ist immer so ein Ding. Steuerung, Kamera. Ja. Besser, besser. Okay. Ja. Ich weiß, die meisten Leute würden jetzt direkt reinstürmen, aber ich möchte ein bisschen mich erkunden. Ja, ihr könnt ja einfach das Video vorspulen, wenn ihr wollt. Vielleicht packt ihr auch Timestamps rein, wenn irgendwas richtig losgeht. Dass ihr Bescheid wisst. Aber ich möchte mir die Zeit nehmen. Das Spiel wird auch noch mehrere Stunden dauern. Also, ich habe schon geplant, daraus ein ganzes Let's Play zu machen. Wenn das Spiel aber viel zu lange wird, mache ich aber vielleicht einfach einen Stream draus, ja. Ich kann nicht rennen. Also, ich renne gerade schon scheinbar, ohne irgendwas zu drücken. Gesund. Ja, ich habe deutsche Untertitel angemacht, die sind ein bisschen verbuggt, aber egal, ich habe sie mal für euch angemacht. Für die Leute, die kein Englisch können. Die ist verschlossen. Schlüsselkarte wird benötigt. Okay, keine Schlüsselkarte. Aber die merken wir uns, die Tür. Die ist direkt am Anfang. Steht da? Sprocket Paul. Aha. Office. Okay, warte, ist die Tür offen? Im Office? Weil die ist ja nicht so. Öffnen. Verschlossen. Verflaffgen. Verschlossen. Na gut. Oh mein Gott, Prime. Ah, nee, schade. Okay, na gut. Ich will immer die ganze Zeit mit Shift rennen und frag mich, warum ich nicht weiter renne, aber. Gibt es nicht. Und zumindest noch nicht. Vielleicht kommt das später noch dazu. Untersuchen. Hi, ich brauche einen Schlüssel dafür. Okay, Escape. Guck wieder raus. Perfekt. Okay, ich glaube, ich soll hier noch nicht wirklich was erledigen. Wahrscheinlich ist es so ein Ort, an dem man später zurückkommt. Vielleicht so eine Hubwelt oder so. Für verschiedene Bereiche. Luigi's Mansion-like. Keine Ahnung. Das stelle ich mir gerade vor. 1, 2, 3, 4. Da sind ganz viele freundliche Kinder. Yay. Und ein Hund. Yay. D, B, A. Hi, wer bist du denn? Ernie! Oh, Ernie, ich darf mich neben dich setzen! Yo! Ich kann nicht. Wir tun einfach so. Ah, Ernie. Ah. Naja, ist auch egal. Okay. Überprüfen. Eine Art Steckplatz. Okay, da müssen zwei Hälften rein. Na, okay. Wie gesagt, ich glaube, ich nehme jetzt zu viel weg. Hi! Hi! Ich komme da nicht dran. Sorry, ich bin nicht so groß gewachsen. Ich bin kleiner Boyfriend. Bibobab. Okay, gehen wir einfach rein. Ich mag diese Tür an. There's an elevator. Maybe it still works. Ein Elevator. Mhm. Der hier. Okay, warte mal. MFN. My friendly neighbor. Klingel mich. Okay. Ding dong. Hi. Okay. Kommt jetzt ein Puppenspiel raus. Run. Raise the curtain. Bring up the lights. The neighborhood is coming to town. Bist du denn? Hello. I'm here to disconnect the antenna. Television's heartbeat has returned. A spirit of cheer brightens every child's eye. The cry goes round the kindergarten class. The neighborhood. The neighborhood. Okay. I'm here to disconnect the antenna. I am Ricky the Sock. Your television will never be the same. Hold on. Did you say disconnect the antenna?
Yes? Oh my, no. You mustn't do that. That would be a catastrophe. Warum? It's broadcasting over the news. The news? No, trust me. The antenna is just fine as it is. Doesn't need any disconnecting. Tell you what, you wait here, and I'll... and I'll, Yeah? I'll get you some... Musst du etwa... Das fasse ich nicht an. That wasn't pleasant. I'm gonna take a sec. I'm gonna take a sec. Okay, dann nimm mal. Okay then. Okay then? Muss ich die wirklich anfassen? Na gut, was bleibt mir übrig? Nimm sie mit. Eine Schlüsselkarte erhalten. Hab ich ein Inventar? E? Q? Was? Mit Q kann ich mich umdrehen. Whee! Whee! Okay, reicht dann. Okay, ein paar Schlüssel wurden genommen. Hier sind also welche eingebucht worden, oder? Auch nicht. Beep, boop, beep, boop, beep, boop, boop, beep. Ich habe keine Marken. Ah. Wo ist denn die Free Vending Machine? Wo ist sie denn? Ist sie nicht hier? Okay. Na gut. Okay, also mit der Karte. Endless Stairs nach oben. Yellow. Hallöchen. Also ja, das ist ein Horror-Game, also ich erwarte hier bald mal ein paar Jumpscares. Oder generell irgendwas Gruseliges. Sieht aus, könnte mal hier was passieren. Okay. Und jetzt sehen wir so einen kleinen Umriss von den Charakteren, die uns erwarten werden. This area is off limits. Das habe ich schon mal bei FNAF gehört. Ist verschlossen, okay. Das war verschlossen. Kann man nichts machen, ne? Okay, ja, also mit der Schlüsselkarte können wir vielleicht draußen weiterkommen. Da meinte eine Tür, dass da eine Schlüsselkarte benötigt wird. Vielleicht ist es sogar die. Aber ich würde erstmal den Elevator ausprobieren. Ding dong! What on earth? Is this glue? Das soll Glue sein? Seit wann ist Glue lila? Mach's doch mal, ich hab's nicht gesehen! Ach, oh, dann nicht. Ja, dann müssen wir wahrscheinlich wirklich draußen weitermachen. Ich mag die Dinger, aber es ist wie komisch, in so einem Eingang zu sein, ohne dass da Menschen sind. Hey! Ernie! Ernie, bist du's? Ich bin ein großer Fan, Alter! Ich hatte ein Plushie von dir. Bist du? Ernie? Ernie, bist du hier drin? Ernie! Dude! Card Swipe, erfolgreich gemacht. Ist keine schwere Task, Leute. Okay. Weird. Was habt ihr so getrunken? Hm? Ja. Men. Das sieht aus, wie da stehen Men. Männer wie wir. ABC Ride. Liebes Tagebuch. Ich hoffe, der YouTuber Chriscore macht endlich wieder Videos. Ich würde mich so freuen, wenn er wieder Until Dawn spielen würde. Ding. Oh, hä? Ich hab F gedrückt. Stage. Achso, dann haben wir hier unsere Sachen, die wir eingesammelt haben. Okay. Nehmen wir also immer mit. Ist auch gut so. Mystic Maze. Ja, da würde ich hingehen. Helpful Axe, the Shadow Sapphire. Ricky und seine Freunde. Twice Daddy on Public Access. Aha. Have a smiling. The Shining, das ist smiling. Aha. Okay, jetzt ist hier ein gespittener Weg. Links, rechts, links, rechts. Wir gehen hier unten lang. Hier ist es grusiger. Ah. Wir gehen hier lang. Okay. Die Animationen sind ein bisschen wie bei Resident Evil, glaube ich, war das, oder? Hello? Anyone there? Hallo? Hey! Let me show you. Hey! Hey! Aua! Was zur Hölle? Stay back! Wow! Nein! Scheiße, ich sterbe! Warnung! Was mach ich? Kann ich rein? Ich kann da rein! Okay! What the heck is going on here? Verfolgt er mich? Geiler Jumpscare, oder? Hey there, buddy! How's it going? Oh, Klamotten. Können uns verkleiden. Oder?
How convenient! There Gun. You are. Now don't toddle off again. I've got some snackaroos waiting back in the lobby. Hey, what's going on here? Your puppet friends are attacking me. Oh, are they? How embarrassing. By the way, what's your name? What? What? Your name, your moniker, your handle, your moniker. Nom de plume. It's Gordon. Gordon? What a beautiful name. Beautiful. I could say it all day. Gordon. 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 Is this a gun? Does it work? Oh my, that's where I left that. Oh. I'm looking for it. Oh, over. Bam. Fine. If you're gonna go gallivanting all over the place, then at least watch out for Pearl. Pearl? You know, the enormous bird that crushes people. Don't get on her bad side, is all I... What was that? Alles okay, Ricky? Ich trau dem nicht. Okay, let's do this. Okay, wir haben eine Gun! Wow, das ging schnell. Achievement, lernen den ABC. Oh, wow! Hey, hey, okay, okay, ich mach. Angriff! Angriff! Oh mein Gott! Ich erschieße sie! Lass mich durch! Scheiße, ich bin tot. Nein, ich bin wirklich tot! Ernsthaft? Bin gestorben? Okay, ich. Was? Das war mir ein bisschen zu viel. Okay. Jumpscare mich, perfekt. So, komm her. Okay. Ich glaube, jetzt kann ich schnell rüberrennen. Ja, perfekt. Was ist going on here? Das frage ich mich auch gerade! Bisschen überfordert. Skip. Okay. Linksklick aufladen. Und nicht R. Oh doch, R geht auch. Ha. Ich schieße einfach Buchstaben. Wow, wenn er genau umgeworfen werden kann, kannst du sie mit Klebeband festkleben. Aha. Festkleben. Ich habe kein Klebeband mehr. Oh. Lucky welches? Hab ich sie übersehen? Nee. Oder? Gerade E. Doch hier. Okay, nehmen wir mal mit. Gucken wir uns später an. Hi. Na, ihr beiden. Ich hoffe, ihr ärgert mich später nicht. Ich hab ein Auge verloren. Oh nein! War ich das? Ups! Ups! Okay, machen wir erstmal weiter. Ich hab. Locked. Keine Ahnung. I can find the key. What's this shape all about? What's the was all about? Hier ist noch eine Tür. Okay, hier können wir rein. Perfekt, perfekt. I'm a craft monster! You give me a task, and I'll give you a craft! I'd like to start with pipe cleaners to give myself something to make shapes out of. I'll make triangles and squares and circles and patch them all together. Zum Maul halten? Then the fun part starts. Red light, green light. All of their parts into little pipes. Woody, was mit dir passiert? Color. This will be what you make your crafts out of. I like to use Norman because he has all sorts of origins. Oh, red light, green light, verstehe. Now I start patching my piles of red onto the pipe. Hi. I made a ball of lettered up. Na, was geht ab? Na, mit wem redest du? Da ist niemand. Ich glaube, wir sollten mich in Ruhe lassen. Ich bin ein bisschen überfordert. Sorry, dass ich so viel laber, aber ich weiß nicht, was ich sagen soll. Alter. Puppet Pirates Co. Okay. Ist das egal? Ich glaube, hier geht nicht, okay. Hi. Sehr viel Schminke und alles. Halt Honikum! Okay. Drücke Tab im Inventar. Oh! Ist ja wirklich einfach Resident Evil hier. Okay. Hier ist mein Magazin. Meine Karte. Schokoriegel. Untersuchen. Wo bin ich abgelaufen? Bringt Schwung in die Bude, schätze ich. Einfach abgelaufen. Ja, komm, nimm. Benutzen. Bestätigen. Nam, nam, nam. Keine Ahnung, was er gebracht hat. Ein Schussgerät aus Plastik, könntest du gleich am anderen Teil des Studios gewähren. Aha. Ja, ausrüsten. Eine Art handgefertigte Waffe. Sie schießt mit Buchstaben. Die druckt sie so ganz schnell aus. Okay.
Untersuchen. Ein Stapel Papier, der in diesem Index passt. Ach, wir schießen Papier? Die dann zu riesigen Buchstaben? Oh, okay, keine Ahnung. Kleine Metallmarken. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie viel Wert haben. Das ist 5 Cent halt, ne? 5 Cent für 5 Cent. Ein fruchtiges Getränk, halt bei Einnahme. Ah, dann sollten wir es auch mal nehmen, weil ich habe öfter immer noch Warnung. Benutzen. Bestätigen. Gesund. Perfekt, perfekt. Jetzt bin ich wieder healed. Und hier ist noch ein Zettel. Bin ich gerade safe? Sag mal, bin ich so schnell? Ach, bin ich immer schneller, je nachdem, wie viel Leben ich habe? Das könnte sein. Okay, warte mal. Mit F kann ich meine Dateien hier rausholen. Perfekt. Okay. Hanks Erfindertagebuch. 16. April 1969. Nice. Endlich funktioniert sie. Sie ist ein echtes Prachtstück. Ich glaube, ich werde sie Sternograph nennen, weil sie Buchstaben aus einem Index verschießt. Sie soll nicht gefährlich sein. Könnte jemand dabei eine deftige Beute verpassen, wenn sie ihm am Kopf trifft. Dürfte sich für Sicherheit, Spezialeffekte, Spaß und vieles mehr als nützlich erweisen. Hank! Okay. Hauptstraße. In der Nachbarschaft findet ein Outdoor-Bazaar statt. Alle stehen an Lennarts Antiquitätenladenschlange, um ein schönes Paar Ohrringe anzuprobieren. Pearl stößt dazu, sieht die Ohrringe, drängelt sich in die Schlange, schiebt Liliane aus dem Weg und versucht einen Aufruhr. Verursacht einen Aufruhr. Sie wie von einer Bank aufstehend. Pearl, das war nicht nett. Pearl sieht die anderen. Okay, einfach Leute wegschieben. Es wird so unfreundlich, verstehst du? Pearl schüttelt den Kopf. Nun, vielleicht wird sie klarer. Denkt zuerst an andere. Denkt zuerst an andere. Bevor du gehst, die nach, wie man Hilfe braucht. Okay. Alles klar. Ist nicht so wichtig, glaube ich. Nur ein bisschen Story, I guess. Ein bisschen Tape in der Toilette? Ja, ach, da habe ich sie gelassen. Ach so. Stimmt, da war das eine Mal. Ist auch nicht wichtig. Okay, untersuchen. Was haben wir damit? Eine alte, aber noch brauchbare Rolle Klebeband. Ich benutze das Zeug jeden Tag. Wofür? Ich will es gar nicht wissen. Hab nicht gefragt. Nein. Ich auch nicht. Okay, weiter geht's. War ein kleiner Safe Room, glaube ich. Und jetzt geht's. Hi. Hi, na? Hey, Leute, na? Ja, du lach mal. Du lach du mal. Hier kann ich üben. Hi. Komm da nicht dran. Sie ist verschlossen. Oh. Rohrzange. Die treue Rohrzange. Drücke Left-Button, um die Rohrzange zu schwingen. Okay, ich kann punchen. Und ich kann sie spinnen mit Restklick, aus irgendeinem Grund. Unendlich uses. Okay, zeig mal, was die sagt. Eine verstaubte alte Rohrzange. Ja, okay. Was habe ich erwartet? Hi. Bonk. Bonk, bonk. Tubular Throwdown. Live. Ich schätze mal, wir sollen hier schießen. Nein? Ich kann ja nicht springen, ne? Ah, das war schon richtig. Ah, das war's schon. Lol. Okay, wir haben den Schlüssel erhalten, glaube ich. Tatsache. Schlüssel mit blauem Kreis. Ein Schlüssel mit einem blauen... Ja, okay. Danke, Spiel. Okay. Sie ist verschlossen. Kann ich die hier benutzen? Bewegen. Kann ich die ausrüsten? Nee. Ach so. Blauer Kreis, Junge. Da ist... Da ist ein rotes Symbol drauf und nichts Blaues, also wird das nicht sein. Hi. Ciao, Kumpel. Ich geh wieder zurück. Ich glaube, hier drüben können wir... Nee, hier war... Hatten wir irgendwo schon ein blaues... Ich greif den mal an. Weil ich weiß gerade wirklich nicht, wo ich lang soll. So schlimm kann das doch, glaube ich, nicht werden, oder? Oder? Bonk! 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 Wie so Ragdolls, Alter! So, du bleibst schön liegen! Reicht. Wie sieht die denn aus? Ciao! Tools! Was? Hast du eine Kiste? Ja, nimm mit. Nehmen. Nicht? Bewegen. Nicht? Ja? Nehmen. Nehmen. Ach, jetzt geht's. Okay. Okay, wir haben ein paar mehr Münzen. Bisschen mehr Magazin. Perfekt. Dankeschön.
Hier sind auch noch ein paar Münzen. Und eine Box aus FNAF. Kann man nicht öffnen, natürlich. Okay, eine Map! Ich weiß ja, das liegt nicht mehr aus Dora the Explorer mit der Map. Aber wir haben eine Map mit M. Macht Sinn. Okay, complete und not complete. Wo ist das denn? Wo bin ich denn gerade? Das war eine riesige Map. Bühne 4, Außenbereich. Aha. Nee. Hä? Off camera, off camera? Ach, hier sind wir gerade. Okay. Verschiedene Etagen. Ah, verstehe. War hier irgendwo schon ein blauer Raum? Ach, das ist hier direkt. Ah, perfekt, perfekt. Okay. Interesting. Heilen für 5 Cent? Ah, dafür brauchen wir die Münzen. Okay. Speichern für 5 Cent. Machen wir mal. Warum auch immer. War nicht dumm. Aber okay. Cool. Dafür ist also das Geld. Zum Speichern und zum Heilen. Das war, glaube ich, in Resident Evil früher auch so. Kann das sein? Das hat sich geöffnet. Ah, der Schlüssel. Oder? Ich habe ihn noch. Wait, what? Stack die doch hier mit dem. Kann ich die nicht stacken? Was? Ach, keine Ahnung. Keine Ahnung, ehrlich gesagt. Hi. Ah, wir sind wieder hier. Ah, verstehe. Okay, wenn wir dann später neue Schlüssel haben, können wir hier ganz einfach easy peasy wieder zurückgehen. Ein Shortcut mehr oder weniger. Lass mal sehen. Das war noch gleich mal die Tür, das war die Tür hier. Ciao. Bitte ignoriert mich, danke. Aber ihr ignoriert mich nicht, ihr lasst alle Nike da, oder? Ich hoffe es doch. Googly Eyes. Das ist eine Pizzabox. Okay, ich würde die nicht essen, wenn ich ehrlich bin. Aha, komm, verkleiden wir uns. Dann verkleiden wir uns als eine Puppe. Ey, Puppe. Hier ist mal Klebeband. Ich finde das nervig. Warum muss ich denn Escape drücken und nicht einfach eh wieder? Verschlossen. Nee, ist zugeklebt. Habe ich irgendwas zum Aufmachen? Ich kann es aufschießen oder das Ding nehmen. So. Keine Ahnung. Okay, aber Gordon sagt, nee, Bruder, das geht nicht. Warum habe ich das gemacht? Was waren meine Fußschritte? Junge, ich habe gerade Fußschritte gehört. Dachte, da kommen jetzt welche. Do not touch. Wet. Irgendwas. Okay. Kumpel, bist du noch hier? I'm a craft monster. You give me a task and I'll give you a craft. I like to start with Secret! Cheat-Kassette! Verkratzt. Habt ihr eine Cheat-Kassette gefunden? Ich kann cheaten? What? Okay. Ich weiß nicht, ob ihr das Spiel kennt. Wenn ja, dann nicht spoilern, aber ihr könnt mir gerne Tipps geben. Süß. Und, ja. Ich will mal noch mal gucken, ob ich noch weiterkomme direkt. Indem ich... Sie verprügeln! Bam, 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 bam! Bleib liegen, Girl! Sieht ugly aus. Keine Ahnung. Die nehme ich mit. Muni war das, ne? Ja, wir haben jetzt aber einen großen Stapel an. An Zettel. Sehr gut! Freut mich! Oh, wir sind wieder hier? Ja? Ah, nee, oh. Soll ich die jetzt killen? Ich glaube, ich muss sie jetzt killen, oder? Okay. Nein! Oh, ich dachte gerade, die killt mich. Ich kann sie nicht festkleben. Mist, Mist, Mist. Hat sich gelohnt? Nein, was machst du? Wehe, die lebt jetzt wieder. Wieso kann ich mich durch die Wand... Bro, why? Okay. Perfekt, sie ist tot. Ente? Das war's? Mehr ist er nicht? Hallo? Doch. Ach, Magazin. Ja, toll. Und warum? Egal. Ja, aber wie komme ich denn jetzt weiter? Ich schätze, das finden wir dann
in der nächsten Folge heraus. Denn... Ja, du findest das lustig, ne? Du findest das lustig, ne? Lass lieber nicht da und zapp. Wenn ihr die nächste Folge nicht seht, endet ihr genau so. Wollt ihr nicht. Tell you about the time that my